Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich habe jetzt Feierabend. Fahre ich nach Haus. Ich wollte ja noch, ich habe ja noch dieses Problem mit dem Stellmotor. Vectra. Ich hatte ja bei eBay eins gekauft, also bestellt, aber es guckt irgendwie nicht an. Jetzt habe ich gestern eine Anfrage gestellt, was jetzt ist. Was jetzt ist und so weiter. Und ja. Und haben sie gesagt, ich müsste warten bis am 19. Da kann ich Schutz einschalten. Ja gut, dann kriege ich halt mein Geld. Kostet 9,99 Euro. Aber irgendwie kam das nicht. Oh, die Sonne blendet, gell? Naja, hier hat das Fenster, dass die Sonne jetzt dazwischen geht. So, ja, und dann schauen wir nach. Also ich habe bei ihm in die Bewertungen gelesen. Anscheinend macht das sehr oft. So Ware nicht verschickt. Ja, dass man so Personen immer noch bei eBay akzeptiert. Wenn man sowas einmal macht, zweimal macht, dritte Mal, ich würde sagen, komm. Du bist nicht der Richtige für uns hier. Ich würde ihn rausschmeißen. Aber keine Ahnung, was das jetzt da ist. Und ja. Bleib wie gemacht, dann ist die Sonne auch weg. Hoffe, dass der Handy mal enge bleibt. Der fliegt mal laufend zwischen den Wellen rein. Ups, Sonne springen. Ja gut, es stört mich zwar nicht, dass ich jetzt hinten manuell auf zuschließe, ja. Also die Türen gehen. Natürlich dank eurer Hilfe und Ratschläge. Na, Lights, das ist so ein Verkehr hier. Nicht raus. Das ist schlimmer wie in Großstadt halt. Die Sonja ist wieder da. Ja, wie gesagt, mit dem hier hinten mit dem Schloss und so weiter regt mich langsam auf. Aber was soll man machen? Ist so, so kalt, ne? Man kann so nichts machen, richtiges. Und, aber es ist schade, dass es solche Menschen gibt, dass die die Waren nicht schicken. Ich hatte mein früher eBay-Konto, ja. Ich hatte sehr viel Bewertungen. Sau viel. Und irgendwann hat sich das automatisch, ich weiß nicht, vielleicht war ich selber, stand drauf, gewerblich. Hm. Aber ich bin kein gewerblicher eBay-Betreiber gewesen. Ne? Und dann
kam dann die neue Vorschriften natürlich und so weiter. Ja, und dann hieß das, die Gewerblichen müssen dann so und so machen. Und dann habe ich geschrieben, ich habe kein gewerbliches EWE-Ding, der Kanal. Kann nicht sein. Also es muss es irgendwie aus Versehen passiert sein, dass das und ja, haben sie geschrieben, das können sie nicht umstellen. Das ist so passiert. Jetzt sag ich, ihr könnt doch das alles mit einem Knopfdruck alles rückgängig machen. War ein Fehler von mir. Oder, ne, passiert. Ich bin wirklich lang bei eBay gewesen. Also ich habe sau viele Bewertungspunkte gehabt. Er sagte zu mir, nein, der Account wird gelöscht. Demnächst, weil sie das dann nicht nachgehen und so weiter. Dann können sie sich einen neuen Account aufmachen, sage ich auch meine ganzen Bewertungen. Ja, das tut uns leid. Das geht dann, wird dann verschwinden. Sag ich, toll, hab das gemacht. Toll. Gute Hilfe. Naja. Da habe ich mal vor Wut halt ein paar Jahren keinen Account aufgemacht. Ja, und daraufhin habe ich halt ein paar Sachen da bestellt gehabt. Es kam immer wieder alles. Kam alles. Jetzt kommt diese scheiß Verschlüsse für 10 Euro nicht an. Wo ich gerade so lange drauf gewartet habe. Und ja, was soll man machen, ne? Ich habe jetzt eins gefunden für 15 Euro. 10 Euro Stellmotor, 5 Euro Versand. Das würde ich dann bestellen. Ja, und dann bauen wir es gemeinsam ein, ja. Sehen wir weiter. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich sag mal so. Aber Leute, ich will mich nicht, also ich will euch nicht langweilen hier. Ich wollte mich nur noch mich bedanken für eure Hilfe. Für die ganzen Abonnenten. Ja. Klar, ich rede jetzt gerade so, wie ob ich jetzt 100.000 hätte. Weil es freut mich auch jetzt schon so. Ja. Und dass er immer Kommentare gibt und mir helfen tut, wenn ich wirklich sage, bitte helft mir. Weil da weißt du wirklich nicht mehr, was, wie es weitergeht. Und dank euch habe ich ein paar Reparaturen auch hingekriegt. Normalerweise war ich mir Kfz-Händler, aber es ist sehr, sehr lange her. Ja, manchmal vergisst man das auch, wenn man es nicht mehr macht, tagtäglich. Das war halt bei mir das passiert. Aber wirklich vielen Dank. Dann mal bis zum nächsten Video.